Okay, es geht weiter und ich weiß nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Ich glaube, rechts war das, oder? Ja, rechts war es. Da kommen sie schon wieder. Sie sind Teil des Sicherheitssystems. Das Lager ist im Inneren beschützt. Ich glaube, sie werden uns immer wieder angreifen, solange wir hier sind. Stirb. Irgendwie zu schnell. Egal, ich kriege Erfahrungspunkte, das ist das Wichtigste. Vielleicht komme ich auf Level 11 noch. Aber nur vielleicht. Brett, kann ich dich einmal was fragen? Klar, schieß los. Warum hast du mich gerettet? Ich hätte dich beinahe mit dem Opferritual getötet. Ja, ich weiß. Außerdem war es glatter Selbstmord, das Amulett aus der Hand zu geben. Schon irgendwie, wenn ich es mir genau überlege. Schon irgendwie? Ist ja eigentlich klar, dass du dort gestorben bist? Ach, entschuldige bitte. Kein Problem, aber ich lebe doch noch, oder? Seitdem das Ritual gescheitert ist, fühle ich mich, als ob ich Bäume ausreißen könnte. Ehrlich gesagt, ich fühle mich unglaublich gut. Das ist in der Tat unglaublich. Es hat auch einen Grund, warum er so drauf ist, aber das werdet ihr sowieso in der Zeitstory sehen. Es ist ein Wunder, dass du noch am Leben bist. Warum fängst du immer wieder davon an? Wärst dir etwa lieber, ich wäre gestorben? Natürlich nicht, dass du wieder oder doch oder noch lebst. Macht mich so glücklich. Okay. Dann hör auf zu weinen. Ich weine doch gar nicht. Selbst wenn es hart auf hart kommt, darf man den Humor nicht verlieren, sondern muss weitermachen. Lass uns einfach darüber lachen, wenn alles vorbei ist, okay? Okay. Ich mag einfach Reds Einstellung. Die ist einfach so korrekt. Kann ich eigentlich auch den anderen Weg benutzen, wenn ich überlege? Nein. Vielleicht wäre da irgendwas auch gewesen. So, komm. Stirb mal eine Runde. War nicht geplant, aber egal. Okay, 2 P-Kristalle. Komm. Okay, tot. Ist da nichts? Okay, da leuchtet nichts, okay. Wie viel dieses Gift mir abzieht. Ist schon krass, wie viel das abzieht bei mir. Oh. Danke. Keine P-Kristalle. Habe ich was leuchten sehen? Ah, da. Okay, volle KP. Oder HP, ja. Ist klar. Komm, mach dein Gift erstmal. Ist da was? Nein. Okay. Speichern wir. Warte erstmal. Das holen, was hier ist. 300 Ringe und so. Speichern. Okay. Und da ist er, ja.
Beluga, ach so, die beiden Wege führen hier wieder zusammen. Ach, schön euch gesund und munter wiederzusehen. Der Kern liegt vor uns. Aber zwischen uns und dem Kern stehen noch massenhaft Gegner. Wo kommen die denn alle her? Die nehmen ja gar kein Ende. Um die hier kümmere ich mich. Bist du sicher? El, nimm die Powerzelle. Du schaffst es, oder? Na klar, sei vorsichtig, Beluga. Melville und ich werden schon auf Beluga aufpassen. Puh, das beruhigt mich, danke. Und du passt gut auf Eret auf, El? Natürlich. Lass uns gehen. Jetzt kommt der letzte Kampf. Die sahen aus wie diese komischen schwarzen Pokémon der Incognito oder so. Was zum... Letzter Bosskampf. Ist es etwa Bruno? Ja. Er wurde völlig von Nacht absorbiert. Er ist außer Kontrolle. Außer Kontrolle von wegen. Das ist meine wahre Gestalt. El? Oh. Verschwinde. Ah. Jetzt reicht's aber. Was ist los? Ich spüre. Ja, jetzt kommt die Verwandlung. Wie mich pure Kraft durchströmt. Das ist doch mal ein Super Saiyan, oder? Ich wusste es. Red? Was ist passiert? Red, bist du das? Was ist mit mir passiert? Hey, was ist mit mir? Geht's dir gut? Ich habe mich am Arm verletzt, aber es geht schon. Aber was ist mit dir passiert, Red? Du hast deine Gestalt verändert. Geht's dir gut? Er wurde zum Menschen? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nur nicht, was los ist. Aber ich fühle mich gut, so mächtig. Okay, ich glaube an dich, Red. Bitte, du musst ihn besiegen. Und keine Sorge, ich mach das schon. Und in der Zeitstory geht es mit dieser Verwandlung weiter und warum das so ist. Die ganze Welt wird mir gehören. Und ihr alle werdet zugrunde gehen. Irrtum, wenn ihr einer zugrunde geht, dann du. Okay. Du frecher Wicht, wenn ich mit dir fertig bin, wird kein Fitzel von dir übrig sein. Kannst du ja mal versuchen. Los, komm schon. Bossfight. Yay. Warte, wie hat man das wieder gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich töte erstmal diese linken... Okay, das Springen ist immer noch ein bisschen beschissen, aber es geht. Oh. Könnte mal einer das so Bescheid sagen? Und er ist tot. Ist da was? Nein. Bosskampf ist schwer. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da ein paar Probleme hatte. Oh. Okay. Ich habe nur 6 Minuten. Ich muss den Kampf in 6 Minuten irgendwie schaffen. Du kannst mich mal. Ich schwör auf alles. Vielleicht schaffe ich den auch so. Ey, du verdammte Mistgestalt da rechts nervt richtig.
Hier, guck mich an, guck mich an. Hier, guck, guck, guck. Eine dünne Mistgestalt, fahr zur Hölle. Okay. Nicht, dass er seinen Laser jetzt bewegen kann. Okay. Noch 5 Minuten kommen. Ja, was? Okay, komm. Ich habe noch über die Hälfte. Damit schaffe ich das noch. Ey, komm, der ist gleich tot. Wenn ich jetzt irgendwie abkratze, ist Schande. Ich weiß noch, zum ersten Mal, als ich gegen ihn gekämpft habe, verloren habe. Ausweichen, oder? Lecco mio, ich habe über die Hälfte verloren. Komm. Willst du mich komplett verarschen? Ey, guckt euch mal wie an, wie viel er hat. Ey, das ist das finale Ende. Und ich hab ihn. So ein kleines Stückchen hat noch gefehlt. Ja, ich... Oh, boah. Das kann nicht sein. Laris. Laris verzerrt mich. Und er starb. Vielleicht. Red, bist du in Ordnung? Na klar. Hey, war das schon alles. Aber egal. Schnell. Wo sind die Kristallsteine und das Amulett? Ich habe sie gefunden. Hier sind sie. Sie waren genau da, wo Bruno stand. Das Amulett und die Kristallsteine, wir haben es geschafft. Gut gemacht. Setz sie nun in die Powerzelle ein. Ihr müsst tief ins Herz von Laris gehen. Zum Kernraum. Geht es Beluga gut? Was ist mit dem Typen, gegen den er gekämpft hat? Laris Verteidigung wird sich abschalten, sobald der Kern zerstört ist. Das wird alle Gegner stoppen. Also beeil dich, Red. Da vorne ist ein Weg. Ich glaube, er führt zum Kernraum. Wir sind fast da, Red. Warte. Kann ich wieder zurückgehen und speichern? Na klar, ich kann nicht zurück und speichern. Ich muss hier durch. Okay, eine Sackgasse? Das ist nur eine Verteidigungsbarriere, die hier runtergekommen ist. Dann muss ich sie wieder hochfuchteln. Okay. Ey, die hätten das gleich auslassen können. Diese Musik ist so epic. Und da ist der... Das muss der Kern sein. Ich bereite die Powerzelle vor. Autsch. Alles okay? Tut dein Arm weh? Ich kann meinen linken Arm nicht bewegen. Red, kannst du mir helfen? Kein Problem. Unser Vertrag lautet doch, dass ich dir helfe, Laris zu versiegeln, oder etwa nicht? Schon, aber ich habe das Geld für deine Belohnung nicht. Das musst du mit Geld... Mitglied... dann musst du Mitglied in meiner Crew werden und das Geld abarbeiten. Es wird aber eine Weile dauern, bis du eine Milliarde getilgt hast. Ich hoffe, du bist bereit. Das muss ich mir noch mal überlegen. Tu das und jetzt lass uns die Sache für alle Mal zu Ende bringen. Aber was im nächsten Part.